Ja, hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbelswinden Deko-Ideen. Ihr habt in meinem letzten Video sicherlich gesehen, was ich aus der zweiten Säule gemacht habe. Wenn nicht, ja, das letzte Video noch mal gucken. Da habe ich silberne Kugeln aneinander geklebt. Jetzt habe ich hier noch so ein Ding, habe aber hier oben keine Platte drauf und habe mir dann überlegt, ich habe so eine Schüssel. So, da habe ich mir jetzt schon mal drei Löcher rein machen lassen von meinem Mann. Einer muss halten, einer muss bohren. Hätte ich auch alleine machen können, aber das rutscht einem immer so weg. Also habe ich mir gedacht, ich möchte gerne diese Schale so hier draufsetzen. Jetzt muss ich aber erstmal wieder mein. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen davor stellen. So. Einfach geht das dann nicht durch. Das ist mir noch nicht fest genug. So, aber jetzt. So, guck mal. Das steht jetzt so schief. Ich wollte das auf keinen Fall so gerade da drauf haben. Das hatte ich immer. Jetzt musste das mal ein bisschen anders werden. Ich mache mir jetzt mal hier meinen Handschuh. Ich habe also noch zwei Löcher hier drin für Ablauf vom Wasser, wenn es da drauf regnen sollte. Ich habe mir eine Schaufel Erde geholt. Habe mir jetzt Pflanzen aus dem Garten geholt. Einmal diese Sukkulenten, die waren ganz stiefmütterlich hinten im Garten. So, die brauchen ja wenig. Und wenn es jetzt hier ein bisschen wärmer wird durch die Sonne, ist das auch nicht so schlimm. Und dann habe ich noch ein Efeu. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich hier dran machen wollte. Also mein Balken. Wie gesagt, da habe ich schon mal andere Deko drauf gehabt. Eine Schale. Vom schwedischen großen Haus. Sukkulenten und Efeu aus dem Garten. Und wenn ich das jetzt neben die andere Geschichte stelle, dann wird das ganz, ganz schön aussehen. Ich werde euch jetzt ein paar Bilder machen und werde mal gucken, vielleicht kann ich hier noch so ein bisschen was reinlegen? Wenn ich das mache, zeige ich euch das nachher noch mal im kleinen Kurzvideo. Ja, wenn es euch gefällt, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Wer noch kein Abo hat, wer gerne sehen möchte, was mir sonst noch so einfällt, ja, ihr wisst, das kostet nichts und ich würde mich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Bärbel. Tschüss.